Okay, wir sind in den Kampf reingelaufen, kommen aber noch nicht nah genug ran. Wir kommen bis hierhin. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, stellen wir uns hier ins Gras. Geht das vielleicht noch da vorne hin? Nee. Dann stellen wir uns hier hin, dann nehmen wir weniger Schaden. Und gehen hier vorne auf Verteidigung. Holy Avatar kommt auch nicht so weit. Stellen wir ihn. Upp. Ah, komm. Der hat seine Plattenrüstung. Der kommt mit Verteidigung aus. So, das Schoko-Chick greift an. Und unsere Jungfrau auch. Mein geliebtes Choco-Chick, halte durch! Ja, Choco-Chick, du darfst nicht sterben. Rette das Choco-Chick. Also bisher habe ich es, auch wenn es gerade böse aussieht, bisher habe ich es immer geschafft, das Choco-Chick zu retten. Es kann aber auch sterben. Ach. Natürlich, genau jetzt setzt er sich natürlich rein. So, ich würde sagen, wir gehen hier hin. Sind wir schön im Wald und wir hauen den Pilzmagier tot, was noch nicht geklappt hat. Dann bringen wir seine halbgöttliche Wenigkeit, den Holy Avatar, in Stellung. Schlagen schon mal den Pilz tot. Die beiden schlagen sich ja auch ganz gut. Und wir lenken den Schaden etwas ab. So. Wir sollten vielleicht für Holy Avatar gleich mal einen Heiltrank geben. Aber ansonsten läuft es doch ganz gut. So, Drake kommt hier in die Richtung. Wir haben hier noch einen Goldbeutel gefunden, den können wir immer aufnehmen. Das geht auch mitten im Kampf, solange man dahin kommt in der Zeit. Sehr schön. So, Holy Avatar, ich würde sagen, du haust auf den. Sehr schön. Ah, okay. Ah, okay. Ich glaube aber, wir schaffen es ohne Verluste. Dann würde ich sagen, wir holen den Pilzmagier. Sehr schön. Holy Avatar könnte eigentlich jetzt mal einen Trank trinken. Ein kleiner sollte reichen. Hier. So. Und drauf. Sehr schön. Choco-Chick hat es auch geschafft. Das war wirklich aufregend. Dort im Busch. Ein brutaler Elite-Pilz war für diesen Hinterhalt verantwortlich. Keine Sorge, seine halbgöttliche Wenigkeit wird sich darum kümmern. Jungfrau, ihr bleibt hier auf dem Wagen in Sicherheit. Kommt, Drake, wir schlagen ihm ein paar Zähne aus. Nicht, dass ich eure Hilfe wirklich bräuchte, aber dieser Pilz ist noch brutaler als die anderen. So, die Errettung der Jungfrau Teil 2. Das steht natürlich auch noch in dem Gebüsch, das heißt, er hat mehr Deckung. Aber ich würde sagen, das ist alles noch relativ Tutorial. Wir hauen drauf. Klappt schon. So, hol die Avatar auf zur Seite. Ach, er kommt nicht dran. Ah, doch, hier, von der Seite kommt er dran. Dann kann er von da aus schlagen. Zack! Treffer. Okay. Drake darf wieder. Und nochmal. Okay, eine Runde müssen wir noch und dann haben wir es geschafft. Sehr schön. Wir können auch gleich wieder was aufnehmen, glaube ich. Ihr seid stark, so kühn. Ich werde für immer die Eure sein. Wie kann ich euch dienen? Seht ihr? Schon haben wir ein neues Mitglied für unsere Truppe gewonnen. Sie ist zwar nicht sonderlich stark, aber Jungfrauen können ganz gut mit dem Bogen umgehen. Passt nur auf, dass ihnen nichts geschieht. Sie sterben seiner halbgöttlichen Wenigkeit ständig weg, wenn der Holy Avatar gerade mal nicht Ha, diese hinsieht. Frauen. Oh, eure Muskeln sind atemberaubend. Schon gut, Kleines. Seht ihr? Nun haben wir unsere eigenen Fanatiker. Jetzt sollten wir nach Station Wish aufbrechen. Lasst uns den Ausgang im Norden nehmen. Dort werden wir unsere Truppen sammeln. Von Truppen würde ich zwar noch nicht reden, aber gut. Lasst uns Station Wish besuchen und uns sammeln. Zumindest unsere Gedanken. Ich freue mich so sehr. Ich bin so glücklich. Holy
Ich bin so schüchtern, aber bei euch wird mir ganz anders. Das Heldenleben könnte anstrengend werden. Dort hinten ist der Ausgang. Aber ein Elite-Pilzmagier und seine noch brutaleren Bodyguards versperren den Weg. Zum Glück hat seine halbgöttliche Wenigkeit ein wenig Resistenz gegen Magie. Lasst mich an die Front schreiten. Bevor es losgeht, noch einige kleinere halbgöttliche Weisheiten zum Thema Fernkampf. Natürlich wollen wir das. Ich mache in der Zeit aber das Licht an. Mit Mandy haben wir nun eine Bogenschützin in der Party. Mit ihren Pfeilen kann sie über mehrere Felder attackieren. Sogar diagonal. Besondere Fähigkeiten und manche begehbare Objekte können die Reichweite von Fernkämpfern erhöhen. So. Denkt daran, dass es immer klug ist, für Bogenschützen eine geeignete, geschützte Position zu finden, wie in Büschen oder auf Waldböden. So, ich teste noch mal ganz kurz was. Test. Okay. Nur damit ich sicher bin, dass auch der Stream gerade geht. Wie ich sehe, hat mein süßes Schoko-Chick auch überlebt. Ich bin euch wirklich dankbar. Okay, gut. Ich hatte gerade kurz die Überlegung, ob vielleicht der Chat abgestürzt ist. Das kann ja ab und zu mal vorkommen. Choco, du hast genug für mich getan. Du bist jetzt frei. Such dir ein lauschiges Plätzchen zum Weiden. Na, da hat er sich aber einen weiten Weg gesucht. So, wir nehmen hier vorne natürlich gleich mal den Goldzahn auf. So, haben auch hier gleich unsere Jungfrau Mandy dabei. Gucken. Ah, okay, ein Trank. Schauen wir aber mal, der Goldzahn ist ja tatsächlich mal ein Schmuckgegenstand. Den könnten wir zum Beispiel mal Holy Avatar geben. Dann hat er 2 Lebenspunkte mehr. Klingt wenig, passt aber. Haben wir hier noch eine Truhe? Vielleicht, wenn die da ein bisschen weiterlaufen. Wundert euch nicht, das Spiel ruckelt gerade auch bei mir. Das kann ich also leider gerade nicht vermeiden. So, okay, wir sind gleich auf den Feind gestoßen. Dann würde ich mal sagen, wir stellen uns gleich hier vorne in das Gebüsch und hauen den kaputt. Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen. Bei der Macht von Glory! Oh, was ist mit mir passiert? Aber es hat gut getan. Ihr wurdet Zeuge eurer Obsession. Etwas ganz Natürliches, das in jedem von uns schlummert. Wollt ihr mehr darüber wissen? Natürlich. Ihr werdet erkennen, dass sämtliche Partymitglieder über eine rote Obsessionsleiste verfügen. Wenn sie sich vollständig gefüllt hat, bricht sie aus. Die Art der Obsession hängt von der Persönlichkeit des Charakters ab. Ihr seid ein geborener Kommandant, also habt ihr eine bewegende und kitschige Rede gehalten. Euer Vorteil ist, dass in eurem Umkreis von mehreren Feldern die Partymitglieder motiviert werden können. Das führt zu einer erhöhten Kampfkraft von mehreren Runden. Euer Nachteil jedoch, nach einem Hoch folgt auch ein Tief und ihr seid kurzzeitig deprimiert. Änderungen an dem Status eines Charakters könnt ihr an seiner veränderten Aura um ihn herum bemerken. Noch Fragen? Was für eine Obsession schlummert in euch? Seine halbgöttliche Wenigkeit hat manchmal das dringende Verlangen, alte Geschichten vom großen Holy Avatar zu erzählen. Die Personen im näheren Umkreis hören dann wie gebannt zu. Kein Wunder. Es sind immer spannende Geschichten, die seine halbgöttliche Wenigkeit erzählt. Ach ja. Man muss Holy Avatar einfach mögen. Worauf sollte ich also achten, wenn ich mal wieder eine motivierende Rede halte? Ihr könnt eure Truppen dicht um euch stellen. Dabei sollten möglichst viele Partymitglieder zuhören. Okay. So, und jetzt haben wir unsere Bogenschützen. Die stellen wir mal da oben hin. Ich hoffe mal, die Reichweite klappt. Auf den Magier. Ah, okay. Jetzt steht sie natürlich blöd.
Ah, und ob die legendären Geschichten. So, dann würde ich sagen, wir hauen von hier aus auf ihn. Dann ist der schon mal weg. Und Holy Avatar stellt sich ins Gebüsch. Wer das schafft, nein, schafft er nicht. Dann stellt er sich halt vor unsere okay, stellt er sich nicht. Dann verteidige. Okay, Mandy. Eigentlich, danach ist der Pilz dran. Eigentlich möchte ich sie nur in Deckung bringen, damit der Pilz sie gleich nicht tötet. Stellen wir dich dahin, ja? Und Verteidigung. Ah, hat nicht gereicht. Sehr schön. So, dann schlagen wir ihn. Sehr gut. Ja. Jede Jungfrau heißt doch Na, Mandy. Also, der elitäre Pilzmagier und seine beiden Bodyguards sind besiegt. Jetzt ist der Weg nach Station Wish frei. Es ist wirklich aufregend, mit euch zu reisen, mein heiliger Held. Sie scheint euch wirklich sehr zu mögen. Wie macht ihr das nur? Ein Grund wird wahrscheinlich das halbgöttliche heilige Haar sein. Eure Haare sind wahrlich ein Traum und sie duften nach Lavendel. Ja, Mandy, die heilige Jungfrau. Und wir werden noch viele mit ähnlichem Namen treffen. Nun denn, Drake, wenn ihr nach Station Wish wollt, sprecht mich an. Ich soll euch ansprechen? Einer von unserer Truppe sollte die Diplomatie übernehmen. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat euch dazu auserkoren. Deshalb werdet ihr hin und wieder mit anderen Personen sprechen müssen. Oh nein, nicht sprechen. Okay, wir müssen Mandy auf jeden Fall nochmal heilen, bevor wir was tun. Erstmal auf Mandy gehen. So, wir brauchen nur einen kleinen Heiltrank. Das sollte reichen. Okay, und jetzt würde ich aber sagen, wir gehen noch nicht dahin, sondern da unten wartet noch eine kostbare Truhe, die wir natürlich nicht einfach so verschenken wollen. Da kann ja immer noch was Gutes drin sein. Und da ist XP. So, gucken wir mal, wie viele Gegner sind das? 4 und ein großer. Würde ich sagen, wir hauen zuerst den großen tot und kümmern uns dann um die kleinen. So, Drake fängt an und darf gleich von hier aus angreifen. Sehr schön, der große ist schon tot. Dann darf sich Mandy hier vorne hinstellen und diagonal auf den hier schießen. Okay, oder du rennst dahin. Aber es hat zumindest für den Kill gereicht. Leider wird sie jetzt natürlich gefokust. Ah, den haben wir gar nicht mehr geschafft. Okay, dann gehen wir hier hin. Und Angriff. Sehr schön. So, dann stelle ich Mandy mal etwas um. Und schieße hier hin. Hat schon gereicht. Sehr schön. Eigentlich sollte Mandy ja da sicher stehen. Aber naja, gut. Angriff. Sehr schön. Und Holly. Zack. Sehr schön. Jetzt können wir wieder looten. Denn looten ist wichtig. Sagte schon Mao Zedong. Bestimmt hat er das gesagt. So. Okay, ich glaube, damit haben wir aber das Startgebiet weggelootet. Und jetzt können wir... Seid ihr soweit? ...nach Dingsbums... laufen. Irgendwo Station, ne? Wir werden es schon finden. Wie ihr wollt. Die Station, Station wird euch Wish, gefallen. Genau, das war der Name. Das wird so aufregend. By Glory, das waren wirklich nette Burschen. Sie haben uns das Leben gerettet. Wir sollten etwas unternehmen und nicht mehr wehklagen. Ja, endlich können wir wieder Hoffnung haben. Wir sollten uns erholen, sodass wir frühzeitig Seite an Seite kämpfen können, um echte Helden zu werden. Ich bin wirklich froh, dass wir uns nicht umgebracht haben. Das Leben ist zu schön, um es einfach wegzuwerfen. Bonjour, liebe Rittersleute. Heute ist wirklich nicht euer Glückstag, wie ich fürchte. Bonjour. Kommandant Dawnclaude, möchtet ihr, dass ich sie mit meiner feurigen Magie flambiere und sie als Geschenk für Mutter Gottes einpacke? Très bien.
Es ist wirklich gutmütig von euch, dass ihr so an meinem Wohlbefinden interessiert seid, Erzmagier Sadrax. Doch Mutter Gottes ist alles andere als unzufrieden mit mir. Kommandant Dawn-Claude, natürlich habt ihr recht, aber es schadet nie, Mutter Gottes Geschenke zu machen. Ihr seid noch neu und solltet auf meine weisen Ratschläge hören. Mutter Gottes ist manchmal etwas launisch. D'accord. Ich hoffe nur, ihr seid nicht zornig, dass ich als Kommandant ausgewählt wurde und nicht ihr, so als engster Vertrauter. Zornig? Wieso sollte ich Argwohn gegen euch hegen? Ich bin noch immer der engste Vertraute und Berater. Also, was ist nun? Aber lasst den Oger die schmutzige Arbeit verrichten. Ich bin sehr gespannt, was diese Kolosse anrichten können. Bislang habe ich davon nur gehört. Eine ausgezeichnete Wahl, Kommandant Dawn-Claude. Au revoir, meine Rittersfreunde. Euer Tod wird zwar keinen Sinn haben, aber dafür erlebt ihr nun die Welt aus der Sicht eines majestätisch fliegenden Adlers. Oh! Oh, diese verdammten Riesen! Très bien. Welche Kraft diese Geschöpfe doch haben. Und das ist nur Mutter Gottes zu verdanken. Nun denn, eure Befehle. Warten wir noch etwas, bis wir Station Wish angreifen. Sir Death, ihr solltet zunächst die Wälder um Westwind genauer inspizieren und eine geeignete Basis finden. Wie ihr befiehlt, Kommandant. Ich werde meine schwarzen Ritter ausschwärmen lassen. Holy Avatar soll wenigstens den Hauch einer Chance bekommen, seine Truppen zu sammeln. Sonst haben wir ja gar keinen Spaß mehr. Eure Arroganz haben wir uns nach dem heutigen Sieg auch redlich verdient. Und da wären wir. Station Wish. Da ihr das erste Mal in Station Wish seid, solltet ihr zuerst den Ort kennenlernen. Stattet den einzelnen Personen einen Besuch ab und versucht dringend ein paar Informationen zu möglichen Partymitgliedern zu bekommen. Des Weiteren sollte unsere Truppe Aufträge annehmen, um sich an den Kampf zu gewöhnen. 3 Quests sollten genügen, dann werden wir unsere Reise beginnen. Kommt wieder, wenn ihr die Aufgaben habt. Dann besprechen wir den halbgöttlichen Plan. Ach ja, eine halbgöttliche Sache noch. Ihr solltet in einem halbgöttlichen Tutorial noch etwas über den Tod von Partymitgliedern erfahren. Okay, erzählt mir mehr über den Tod. Wie ihr ja schon wisst, können wir beide uns leider nicht erlauben, ins Gras zu beißen. Doch andere Partymitglieder können geheilt werden, wenn sie einmal im Kampf ausfallen. Fast tote Charaktere bleiben am Boden liegen. Heilen könnt ihr sie für einen kleinen Obolus bei dem Engel Cynthia. Ihr findet sie im Nordosten von Station Wish. Seine halbgöttliche Wenigkeit wird jedoch darauf achten, dass vor jeder neuen Reise sämtliche Partymitglieder geheilt sind. Eine geschwächte Truppe können wir uns nicht erlauben. Genau. Und übrigens, hört mal genau auf die Musik. Das ist auch wieder eine sehr schöne Anspielung. Die kommt jetzt öfters nochmal in einem Loop. Da, jetzt hört man's. Ihr wollt bestimmt ins Winchester, meinem Wirtshaus. Das hat geschlossen. Wieso das? Die Dark Church hat uns den Nachschub ruiniert. Es gibt hier nichts mehr zu trinken. Geht zum Brunnen, wenn ihr durstig seid. Ja, gut. Wobei so ein Brunnen natürlich nicht besser ist als eine Taverne. Die Musik hörst du nicht so gut. Schade. Ich kann die Musik gerne etwas lauter machen, wenn ihr wollt. Moment. Hoppala, jetzt habe ich... Stimmt, ich muss dafür ja gar nicht raus. Dann bringe ich nochmal ganz kurz den Chat wieder nach vorne. Always on top. So. Okay, so hier. Optionen. Sound. Musiklautstärke machen wir mal so. So kann es reichen. Okay, so, weiter geht's. Ist das Sicko? Nee, das können sie nicht sein. Er heißt nur verletzter Ritter. Seid gegrüßt. Sprecht doch bitte mit dem legendären Holy Avatar hier neben mir. Er verkauft euch auch seine Gemälde. Okay.
Seine halbgöttliche Wenigkeit grüßt euch. Holy, habt ihr nicht gerade noch da unten gestanden? So? Nein. Seine halbgöttliche Wenigkeit steht schon den ganzen Tag hier. Hier stimmt doch was nicht. Wenn im Süden der große Avatar steht und hier noch einmal, dafür gibt es nur eine vernünftige Erklärung. So? Ihr habt es erraten? Ihr seid der verschollene Zwillingsbruder von Holy Avatar. Ganz falsch. Wir sind nur Cosplayer. Du weißt doch, was Cosplayer sind, nicht? Cosplayer, was ist das? Wir verkleiden uns wie berühmte Helden aus der Geschichte von Grotesk. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat sich als Holy Avatar verkleidet. Sogar mit seiner funkelnagelneuen Rüstung. Mann, die hat echt viel Geld gekostet. Wir sollten dringend los. Dringend los? Seine halbgöttliche Wenigkeit wird hier aber noch eine ganze Weile stehen und posieren. Möchtet ihr vielleicht ein Gemälde seiner halbgöttlichen Wenigkeit kaufen? Ihr seht wohl die Avatar, aber verdammt ähnlich. Verdammt ähnlich! Unfassbar! Oh, wirklich? Danke. Dafür, dass ich eine Frau bin, muss ich das wirklich gut gemacht haben. Eine Frau? Okay, ich beende mal dieses Gespräch. Ja, da sieht man mal, wie verbreitet die sind. Willkommen, Soldat. Wer seid ihr? Ich bin East, der Schmied hier in Station Wish. Ihr wollt den Viechern und der Sekte kräftig in den Hintern treten? Dann kauft meine Waffen und Rüstungen, Soldat. Ich biete für jede Klasse etwas an. Greift nur zu! Habt ihr vielleicht eine Idee, wo wir Mitglieder für unsere Party finden können? Ich habe schon von Holy Avatar vernommen, dass er eine schlagkräftige Truppe aufbauen will. Das ist jetzt auch dringend nötig. Aber die meisten hier sind verletzt und ich muss Stellung beziehen. Wenn die Sekte die Station angreift, müssen wir bereit sein. Wenigstens so halbwegs. Allerdings vermisse ich meinen Zwillingsbruder, West. Es könnte sein, dass er in Schwierigkeiten steckt. Naja, eigentlich steckt er immer in Schwierigkeiten. Er war schon immer das schwarze Schaf in der Familie, wenn ihr versteht, was ich meine. Er könnte euch sicherlich helfen, wenn ihr ihn findet, Soldat. Er ist ein guter Krieger, nur manchmal etwas jähzornig. Okay, East und sein Zwillingsbruder West. Wo finde ich West? West befindet sich höchstwahrscheinlich in Westwind. Das hätte ich mir wohl denken können. West ist jähzornig? Wenn er zu stark verwundet wird, macht ihn das rasend. Es ist also dann durchaus mal möglich, dass er auch die eigene Gruppe angreift. Die eigene Party? Okay. Hey, wenn er je zornig wird, dann haltet einfach ein wenig Abstand. Das haben meine Eltern damals auch immer gemacht. Aber im Grunde hat er ein gutes Herz. Okay, und wie kann ich West erkennen? Ihr habt wohl nicht zugehört, Soldat. West ist mein Zwillingsbruder. Gut, dann sollte ich ihn tatsächlich erkennen können. Ja, wahrscheinlich haben sie den Namen von Kenny geklaut. Ich nehme mal an, die Eltern waren North und South. So, wir werden West finden. Viel Glück, Soldat! Ihr werdet es brauchen. Wobei, Kenny West kann sich wahrscheinlich gar keine Klage mehr leisten. Der bettelt doch gerade jeden um Geld an. Dann reden wir doch mal mit ihm hier oben. Seid mir gegrüßt, junger Mann. Okay, wer seid ihr? Ich bin Aterius, der Alchemist. Ich verkaufe Tränke und noch weitere Tränke. Ja, nein, doch, genau. Den finde ich auch äußerst sympathisch. Der hat so ungefähr meine Einstellung hier. Okay, ihr seid einer von diesen etwas zerstreuten Magiern, von denen man so hört, was?
Zerstreut? Wie? Was? Nein! Naja, manchmal schon. Doch meine Tränke sind mehr eine Art Kunst als Magie. Ja. Nach der Schlacht mit den Dark Church sind meine Tränke so beliebt wie noch nie. Aber die Schwerverletzten gehen zu Cynthia. Nur sie besitzt die Macht, Schwerverletzte zu heilen. Okay. Was wisst ihr über die Schlacht? Ich nichts. Naja, nicht viel. Ein Haufen Verletzter, Wehklagen, Tränen, Trübsal und Depressionen. Ah, Narin Tom. Schön, dass du auch dabei bist. Du hast schon eine Menge Unsinn verpasst, aber keine Sorge, es kommt noch eine ganze Menge. Oh ja, Depressionen. Aber ich kämpfe dagegen an. So, habt ihr vielleicht eine Quest für uns? Unsere Truppe sucht nach Herausforderungen und wir müssen uns verbessern. Der Held Holy Avatar gehört zu eurer Party, richtig? Ja, er ist es, leibhaftig. Das ist wirklich gut. Holy Avatar hat sehr viel für Glory getan. Ja, oder nicht? Doch, ich denke schon. In Riverwind gibt es Horden von Moskitos. Ich brauche dringend ihre Stacheln für einen neuen Trank, den ich erstellen will. Stachel, ihr wollt einen Gifttrank erstellen? Ja, nein! Wie kommt ihr denn darauf? Ein Trank der fabelhaften Freude soll das werden. Ja, Tom, das ist ein RPG mit Rundenstrategie. Und es ist ein Spiel, das sich nicht wirklich ernst nimmt. Also es nimmt sich und jede Menge andere Fantasy-Gebilde ständig aufs Korn. Und es bleibt eigentlich auch nicht nur bei Fantasy. Es kommen tatsächlich auch noch andere Anspielungen. Ja, genau, es ist ein spezielles RPG. So, wie steht's um die Belohnung? Die jungen Leute von heute, immer so gierig. Nun gut, ich werde euch mit ein paar meiner Tränke entlohnen. Nein, ja? Doch, das werde ich. Denke ich. Also gut, Alchemist, abgemacht. Schlecht. Ich meine, sehr gut. Bringt mir 5 Moskitostacheln. Nein, 10. Ja, 3. Also dann. So, ich suche Verstärkung für meine Party. Habt ihr vielleicht noch eine Idee? Ihr scheint mir ehrgeizig zu sein, junger Mann. Ja, ich kenne jemanden. Niemanden. Doch fragt meine Kollegin Cynthia. Möglicherweise hat sie einen Vorschlag. Ihr findet sie nicht im Südosten von Station Wish. Ja, ihr verwirrt mich, verwirrter Magier. Alchemist, es nennt sich Alchemist. Aber er hat recht, es ist nämlich der... Wupp. Der Osten, der Nordosten. Okay, ich glaube, wir brauchen von ihm aber keine Tränke. Das sollte auch so klappen. Und wir reden jetzt nochmal mit Cynthia.